Fisch. Oh, 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 oh. Ja. Hi Leute, Tim ist hier von Strampelei. Ich bin heute hier an meinem Hausgewässer, auf meinem Boot und möchte ganz gerne nochmal gezielt auf Barsch angeln, denn es ist bereits Mitte September und je später es wird hier im Jahr, desto schwieriger wird es mit den Barschen. Also ich verspreche mir heute nochmal so ein paar gute Barsche. Was ich mir auch verspreche ist, ich habe nicht ganz so viel Zeit, aber ich habe neulich mit meinem Sohn auf einer Brücke gestanden, hier an meinem Hausgewässer und Enten gefüttert. Und als ich die Enten gefüttert habe, habe ich ein ziemlich großes Rudel richtig dicker Döbel gesehen. Und deswegen habe ich nicht nur meine Barschroute dabei, sondern auch eine Dose Mais und eine Posenroute. Und ob das funktioniert, das werden wir sehen. Viel Spaß beim Zuschauen. So, um an den Döbelspot zu kommen, muss ich jetzt erstmal eine Stunde rudern. Und den Weg nutze ich, um halt mal so ein paar Wobbler reinzuhängen und ein bisschen zu schleppen. Ich halte aber auch an dem einen oder anderen Barschspot und versuche es wirklich mal mit allem, was die Köderbox hergibt. Also Oberflächenköder, Gummifische, Crankbaits, was auch immer. Das ist tatsächlich der erste Fisch eingestiegen hier. Ich vermute mal, das ist was ganz Kleines. Aber der Anfang ist gemacht. Ein Barsch! Ein bisschen klein, aber. Da ist er. Yes, er schneidert. Boy. Ziemlich kilometerweit hier gerudert. Und bin gerade der zweite Barsch des Tages eingestiegen. Unfassbar. Immerhin ist es jetzt Zielfisch. Und schön sieht er auch aus. Geil. So, jetzt ist mir auch ein ganz kleinen Wobbler auf den Fisch draufgegangen. Ich schätze mal, das ist ein Barsch. Und ich habe es auch gleich geschafft an meine Döbelstelle. Ja, ein Barsch. Oh, der ist gar nicht mal so klein. Schön. So, also das mit den Barschen hat jetzt nicht so gut geklappt, aber ich probiere es mal auf die Döbel und verhalte mich mal ein bisschen leiser. Warum fische ich hier nicht mit Brot, wenn die doch eigentlich so darauf konditioniert sind? Ganz einfach, ich habe keine Lust hier einen Wasservogel zu fangen und deswegen versuche ich mal mit Mais, denn der lässt sich zum einen gut anfüttern und zum anderen ist es halt echt ein super Döbelköder. Haken drauf und dann geht's los. Ich nehme 3 Maiskörner. Ich habe jetzt eine ganz normale Feststellposenmontage gemacht, ganz simpel. Mit einem relativ dicken Fluorocarbon-Vorfach und einem Karpfenhaken. Einfach weil das echt richtige Schlachtschiffe sind. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Mit der Vorfachlänge experimentiert, einen kleineren Haken genommen und ist dann auch mal ein Fisch drauf eingestiegen. Ein schönes, schönes Rotauge. Aber das ist auch nicht so schlecht. Hauptsache, was an der Angel, ne? Jetzt beißt es wieder. Ein schönes Rotauge. Das ist jetzt wieder. Oh, das, wenn es ein Rotauge ist, ein besseres. Ja, wieder ein Rotauge. Kein Verlass, aber dafür beißen die Rotaugen. Macht auch Bock.
Weißfisch ist auf jeden Fall am Platz. Ja. Jetzt ein kleines Urlaub. Rotaugen habe ich gefunden. Jetzt ist die Pose weg. Ah, das ist auch kein Döbel, sondern wahrscheinlich wieder ein Rotauge. Ja. Tada. Hängt. So, der Fisch ist der Live-Biss von eben, den ihr gerade im Zoom gesehen habt. So, das mit den dicken Döbeln hat leider nicht geklappt. Dafür habe ich Rotaugen in allen erdenklichen Größen hier gefangen und das ist Angeln, macht ja auch total Bock. Die Hoffnung gebe ich noch nicht ganz auf, dass jetzt beim Zurückschleppen vielleicht nochmal ein Döbel auf einen kleinen Wobbler drauf geht. Vielleicht sogar nochmal ein Barsch. Das mit dem Barschen hat mich heute auch nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Aber ich habe es ja auch wirklich nicht ausdauernd probiert. So ist Angeln. Trotzdem was ans Blatt bekommen. Macht Spaß. So, ein Rotauge fange ich aber jetzt noch. Dann muss ich los. Jetzt einpacken und in einem Brust. Das heißt, ich schleppe jetzt einen kleinen Crankbait zu. Auf den ersten Metern ist mir direkt der Fisch eingestiegen. Ich flippe aus, das gibt's überhaupt nicht. Das ist kein Barsch, das kann ich nur sagen. Kleiner Hecht. Schön leicht. Ich hab gesagt, ich komme nicht mehr nach Hause, wenn es so weitergeht. Und der nächste kleine Barsch. Voila. Läuft doch. Und der nächste. Ein kleiner. Ja, jetzt ist mir noch was Besseres eingestiegen. Vielleicht komme ich jetzt mal in den Griff gleich, um einen Kescher nutzen zu müssen. Oder? Vor den Bäumen hier. Vermutlich mal wieder ein kleiner Hecht oder so. Ja, wieder ein Hecht. Wieder ein kleiner. Da brauche ich doch einen geschafft. Der hat kurz vorher noch gegessen, der kleine Hecht hier. Das war so ein kleiner Fisch im Mauer. Ja, schön. Cool. Oh, Fisch! Oh, 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 oh. Live-Biss! Geil! Jetzt wollte ich mal ganz kurz filmen hier, wie ich schleppe. Und dann kriege ich den nächsten Biss. Oh! Wollen wir jetzt ein bisschen rausnehmen? Das wird kein Barsch sein, das wird wahrscheinlich auch wieder ein kleiner Hecht sein. Ach ja, ja. Ja, wieder ein kleiner Hecht. Schön sind sie ja. Total cool.
noch einer. Ich bin mal am Barsch. Da ist er. So, das war's für mich. Das war ein Tag, an dem nichts gelaufen ist, wie es geplant war. Da war ich aber ganz alleine schuld dran, denn am Anfang habe ich die Barsche ja nicht ausdauernd genug beangelt. Dann wollte ich unbedingt zu diesem Döbelspot, war so geil drauf und bin dann ja in einen Rotaugenrausch verfallen. Ja, und dann ging die Zeit ganz schnell rum. Schön, dass es beim Zurückschleppen noch gefeuert hat. Total geil. Hätte ich eigentlich ja viel ausgiebiger machen sollen. Dann wäre bestimmt noch ein bisschen mehr Fisch dran gegangen. Egal, an meiner Dropshot-Route haben auch die Rotaugen Bock gemacht und an meiner Barschroute natürlich auch die kleinen Nächte. Und ansonsten, es hat geklappt. Es hat, ja, es hat gebissen. Total geil, total schöner Angelvormittag. Und ja, jetzt werde ich mal meinen Sohn abholen. Das heißt, ich bin jetzt wirklich zeitlich nicht ganz so flexibel. Und mir hat es total Spaß gemacht. Und ich würde mich freuen, wenn es euch genauso viel Spaß gemacht hat. Lasst mir einen Daumen da, schreibt was Nettes in die Kommentare. Und euch am Wasser, der stramme Leine. Abonniert den Kanal. Bis bald, euer Dennis. Ciao.